Was geht ab, Leute? Nerd Alert Games hier und willkommen zurück zu God of War. Ragnarök. Mein Gott, die Viecher werden immer größer. Nein! Oh mein Gott! Ich stand nicht genau davor. Kam nicht mehr dahin. Der brennt, ne, der Schaden. Komm schon, heb's auf. Ja, das war schnell. Sie mögen wohl Igros. Einmal Feuerschaden und Eisschaden machen. Geht darauf wie nix. Aber wenn der brennt, das macht viel Schaden. Ja, guck mal an. Ja, Runenangriff. Gute Hochzeit. Von hier oben kommen wir rüber. Also melden wir uns bei Hildis Veni zurück. Und dann? Wir sind hier, um Freya zu helfen. Wir gehen nicht zurück, ohne ihren Bruder und den Lichtab zu retten. Na gut, aber Odin wird schon weiter nach Maskenfällen suchen. Das ist sein Problem, nicht unseres. Klar, aber wenn diese Maske alle antworten... Dann hat sie sicherlich ihren Preis. Vorsichtig mit Abkürzungen zum Wissen. Ja, Vater. Alle Pflanzen hier töten? Nein, nein. Nur die Fleischfressenden. Oh. Hatte ich vorher gar nicht gesehen. Wer ist das? Ah, die runzlige Visage gehört Helka. Sie ist eine Bloodhunde. Die sind für ihre präzisen Spürfähigkeiten bekannt. Du wirst sie mögen. Kratos, Atreus, die Sonnenfinsternis war euer Werk, ja? Danke, dass ihr hier seid. Pikvir hat die Ablenkung zur Flucht genutzt. Und dein Bruder? Wir wissen, wo sie ihn festhalten. Baylor hat den Sprengstoff vorbereitet. Wenn ihr mitkommt, können wir gehen, sobald ihr bereit seid. Ein Gestaltwandler könnte mir helfen. Geh mit ihm, Atreus. Ich helfe Freya. Jawohl. Deine Feuerklingen sehen ganz schön kühl aus. Immer her damit. Das reicht aus. Sobald ihr das Signal seht, zählt rückwärts. Ja? Komm, Kratos. Wir sollten aufbrechen. Geil. Du musst mir immer noch erzählen, wer diese Teile hergestellt hat. Wie sieht's aus mit der Rüstung? Eine Entscheidung getroffen?
Verdammt! Bin ich gut oder was? Sehr gut. Na dann. Die Wölfe gaben uns ein Zepter. Damit können wir sie rufen, wenn nötig. Gut, das ist eine Abkürzung zu Njörds Tempel, die wir tagsüber nutzen können. Die Einherja halten Freya im Tempel deines Vaters gefangen? Er ist leer, solange ich mich erinnern kann. Auf der anderen Seite des Flusses gibt es einen Himmelsaltar. Pegvir sagt, die Altäre dienten einst als Signal für die Wölfe. Und mit dem Zepter können wir sie jetzt nutzen. Wie ist der Plan? Wenn wir den Tempel erreichen, feuere ich das Signal. Es alarmiert Baylor und Pyrgir, um die Ablenkung zu starten. Der Dunkelalbstock. Schön, einmal nicht selbst das Ziel davon zu sein. Wenn sie abgelenkt sind, können du und ich die Haupttruppe von hinten angreifen. Während Atreus und Hildisvini reinschleichen und deinen Bruder retten. Ja. Sobald wir ihr Signal sehen, formieren wir uns am Fluss und fliehen auf Freyrs Boot. Hört sich noch einen Plan an. Gut. Freya wird in einem Gefängnis im Norden festgehalten. Folge Freya. Nein, ich wollte da drüber. Oh yeah. Hinter dir, Vorsicht! Gut. Oh je, die sind überall. Das ist ein Arsch. Scheiße. Jo. Jetzt habe ich ein Problem. Oh, ey, keine Heilung. Ja, war klar. Mitten im Angriff. Weil die auf einmal so stark geworden sind, die Viecher. Dein Plan. Hast du was auszusetzen? Das ist deine Falle. Ich weiß. Und es ist mir egal. Ich hole meinen Bruder zurück. Du bist nicht verpflichtet, mir zu helfen. Ich weiß. Hinter dir! Let's go. Schön vorsichtig. Das wollte ich nicht, aber gut. Ach, der wird wieder geheilt von so einem Arsch.
Komm her. Wow, ey, also wirklich. Oh, ey, boah, ich kann gar nicht ausweichen. Na sicher. Boah, Mistvieh. Ich glaube, mir nimmt über die Hälfte von der Energie. Dein Plan. Hast du was auszusetzen? Das ist eine Falle. Ich weiß, und es ist mir egal. Ich hole meinen Bruder zurück. Du bist nicht verpflichtet, mir zu helfen. Ich weiß. Vor allen Dingen wundert mich, warum die so viel Schaden wegstecken. Das nervt. Boah. Das ist doch so ein Mist. Dieser kleine Pisser. Oh, die haben ihn gekommen sind. Boah, wie viel Schaden. Endlich. Sie haben mehr Soldaten als beim letzten Mal. Wir sind bedeutend im Nachteil. Ja, da war noch was. Egal. Schon wieder. Oh mein Gott. Der Nicht verheilt seine Freunde, Bruder. Oh, gibt's doch nicht. Wo sind die, ey? Glaube ich jetzt nicht. Die sind geschützt? Jetzt ist Ruhe.
Versuch mit dem Zepter ein paar Mal über die Schale zu streichen. Komm, wir liegen gut in der Zeit. Unglaublich. Unsere Taten in dieser Welt folgen der Prophezeiung der Riesen. Atreus glaubt, Ragnarök ist unvermeidlich. Die Nornen waren recht deutlich, was die Prophezeiung angeht. Sie sagten, unsere Entscheidungen seien vorhersehbar. Aber wir haben uns geändert. Oder nicht? Vielleicht. Die Nornen sagten, du würdest Heimdall töten. Doch du bist diesen Weg nicht gegangen. Damals, als wir uns kennenlernten, wäre es wohl anders gewesen. Und du? Dachtest du noch nach Ragnarök? Odin ist viel zu verantworten. Ja, wir machen, glaube ich, hier gerade ziemlich viel Backtracking. Wenn Thors Prophezeiung stimmt, findet meine Welt vielleicht endlich Frieden. Vielleicht finde ich... Verzeiht einem Kopf an einem Gürtel, aber sagten wir nicht gerade, dass Prophezeiungen reiner Unsinn sind? Herr Jemimir. Was? Der nervigste Mann der Welt. Siegelfeuer, zack. Noch mehr voraus. Auf dein Zeichen. Da war immer noch ein anderer Weg. Knapp. Das war knapp.